Wenn ihr hier die kleine, aber feine Muschel noch nicht habt, dann solltet ihr sie euch holen. Ich verlinke euch das Ganze bei mir im Discord oder ihr habt das gestern schon irgendwo anders im Web gesehen. Und damit willkommen zu einer Episode Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, möchtest du dein neues Item haben? Na klar will ich das haben. Also es ist ein ganz normaler Voucher, den man über diese Clash of Clans Links bekommt. Und man bekommt ein schönes Item. Und zwar dieses hier. Ein wirklich schönes Item, falls ihr es nicht gewusst habt. Vielen lieben Dank gestern nochmal an meine Zuschauer, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Es gibt eine Muschel. Warum auch immer eine Muschel? Aber es ist eine Kuschelmuschel. Ja, da seht ihr das. Wie niedlich. Es ist eine Kuschelmuschel. Und da kuschelt aber nur einer. Der nennt sich Goblin oder Kobold im Deutschen. Und ja, täglich clashen, Leute. Täglich clashen oder täglich grüßt das Murmeltier Clash of Clans. Ich weiß nicht, ob ihr jeden Tag wirklich exzessiv Clash of Clans spielt. Vor allen Dingen, wenn man mehrere Dörfer spielt, bleiben bei mir immer ganz gerne ein paar Dörfer liegen. Vor allen Dingen die, die ich nicht mit in den Clankrieg nehme. So viel ist ja bei Clash of Clans auch nicht los. Du kannst farmen, du kannst bauen. Klar, man kann schon viel, viel mehr machen, aber Clanleben gibt es hier null, ja, oder so gut wie null. Und deswegen würde ich sagen, kommt man auch nicht wirklich unbedingt in einen Clan heutzutage. Ja klar, möchte man natürlich vielleicht ein bisschen Unterhaltung haben, aber es gibt natürlich jetzt schon andere Medien, Discord, Teamspeak, sonstiges, wo man, ich sag mal, viel, viel besser Kommunikation mit seinen Clan oder Teammates haben kann. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch so alleine ist wie Icke, im Moment Clankrieg mit mir selber hier morgen oder heute Abend fängt er an. Das heißt also, ich habe hier nur meine Accounts hier, 11er, 10er und 9er, wobei der 9er mir eigentlich haben mir 9er immer Spaß gemacht. Also 9er Dörfer haben mir eigentlich immer Spaß gemacht. Allerdings muss ich wirklich sagen, ja, es ist irgendwie immer so, ne? Immer wenn ich anfange aufzunehmen, geht mein Telefon. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, Clankrieg mit mir selber, weil die anderen haben jetzt im letzten Clankrieg gar nicht mehr angegriffen und wir wollten ja hier bei Todos Bande Clan Level 10 werden, aber trotzdem logge ich halt mit diesen Accounts hier nicht jeden Tag ein und mache hier auch nur das Nötigste, 1, 2, 3 und ich glaube, ich muss jetzt noch einmal drei Bugis nachmachen für den Chief Alex, ja, beim 9er bin ich stehen geblieben, ne? Ich bin beim 9er stehen geblieben, ja. Früher habe ich 9 wirklich gern gespielt, heute spiele ich es auch noch, aber nicht mehr so gern wie früher. Liegt einfach daran, dass der 9er hier wirklich so ein bisschen zum letzten Glied in der Kette irgendwie mutiert. Davor machst du auch was, ja, bis Rathaus Level 8, aber 9, finde ich, ist nach wie vor immer so ein Knackpunkt gewesen. Weil du halt viel Helden leveln musstest, halt hier fehlt ein Hund, weil du halt viel Helden leveln musstest und immer noch musst und hast keine Maschine. Das heißt, du bist so ein bisschen, du kannst natürlich irgendwo Zehner machen, die dann sehr, sehr schwach sind, aber wenn du mal einen normalen Zehner vor dir hast, dann ist schon fast unmöglich, den irgendwie zu knacken. Und wir können hier mal gucken, ob ich den hier mit dem Alex schaffen könnte, wenn er sein Dorf so lässt, ja. Sein Dorf so lässt, ja, aber es ist schon ziemlich stark. Es ist schon ziemlich ein 10er Dorf. Da fehlt natürlich noch einiges, aber hier fehlen vor allen Dingen die Infernos, wenn ich das richtig sehe. Die hat er hier noch gar nicht mal mit drin. Oh, ach doch, da sind sie da. Da sind die beiden Itz, die sind auch auf 3. Passt, ja. Aber dennoch, okay, ist natürlich machbar, wenn der irgendwas macht. Der nächste 10er hat auch so ein Showdorf. Okay, okay. Na, vielleicht. Und die haben alle so ein geiles Dorf. Okay. Wow. Habe ich jetzt irgendwie ein Déjà-vu? Die stehen alle gleich hier, ne? Das ist alles der gleiche Account, wa? Ah, ne. Der hat einen anderen. Okay, der hat einen anderen. Allerdings, seht ihr selber, muss ich mit dem 11er hier gegen den 12er ran. Was sowieso schon schwer genug wird. Weil der 12er ist jetzt ganz nett schon ausgebaut. Ja, das geht schon. Da kommt man nicht mehr ganz so einfach mit seinen 11er Truppen durch, aber der eine Inferno stand da auch an der Seite. Wir haben hier halt nur mit dem Fry und mit den zwei Socken und mit Uschi die 11er hier oben und ich hoffe, die haben auch richtige 11er Bases. Ja, das passt. Der hat auch eine richtige 11er Base, das passt auch. Und Uschi, oh, Uschi müsste eine neue haben, ne? Uschi muss eine neue, die ist ja so eng. Die ist ja so eng, Uschi muss echt eine neue haben, glaube ich. Ich besorge Uschi gleich noch eine neue Base, glaube ich. Das geht nicht, echt nicht. Naja, und so logge ich hier halt nicht jeden Tag mit den Accounts ein. Dieses tägliche Clashen hier. Ich will nicht sagen, dass es mich stresst. Aber ich will auch nicht sagen, dass ich das so exzessiv spiele. Klar bleibt dann immer ein bisschen was liegen. Und
Du bist dann erstmal ein bisschen länger damit beschäftigt. Nachzugucken, was du eigentlich wirklich brauchst. Jo, dann macht man das nochmal. Ich frage mich auch gerade wieder, warum hier nicht der Mülleimer, das Mülleimer-Symbol ist, um das Ganze wegzuschmeißen, ne? Naja, ist auch egal. Na, egal ist es eben nicht, sondern das könnte Supercell ruhig mal einführen. Ich meine, überall haben sie hier die Mülleimer da. Mülleimer, 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 Mülleimer. Nur bei dem Spendending nicht, ne? Nur bei dem Spendending nicht. Na, wir machen trotzdem mal ein bisschen Clash of Clans. Trotzdem mal ein bisschen Clash of Clans, wenigstens für den einen Erfolg pro Tag. Auch da tue ich mich sehr schwer mit, obwohl das eigentlich nur drei Erfolge sind. Einmal Tagdorf, einmal Nachtdorfangriff und einmal ein bisschen Spenden. Das würde ich hier immer sehr, sehr einfach hinbekommen. Aber auch das klappt nicht immer. Ich müsste dann auch mal zwei Tablets nehmen und der eine Account da, der andere da. Ihr wisst schon, was ich meine. Immer dies hin und her. Klar kannst du dich dann natürlich auch so selber ein bisschen hochpushen. Nur habe ich auch andere Accounts zu bespielen und gerade meine hohen Accounts erfordern noch wesentlich mehr oder sind wesentlich zeitintensiver als die kleinen Accounts hier. Zumal Truppen bauen hier irgendwo so ganz, ganz am Rand läuft. Ich locke ja wirklich dann aus. Das mache ich mit den großen Accounts natürlich unter Umständen manchmal nicht. Ja, gerade in den Livestreams logge ich ja nicht aus und gehe eine halbe Stunde ins Bett oder was auch immer oder duschen und dann komme ich wieder und dann sind meine Truppen fertig. Der sieht gut aus. 800k. Das ist krank. Den können wir auch ein bisschen was kaputt machen. 1, 2, 3, 4. Ich würde ganz gern den Minenwerfer mitnehmen, wegen meinen Hexen. Und dann hat er den anderen hier diagonal gegenüber, also symmetrisch. Da können wir ihm eigentlich alle drei wegballern hier, ne? 2, 3, 4. Da kriegen wir auch schon fast. Den Magierturm können wir auch noch mit anhitten. Sehr schön, bin gerade ein bisschen leiser geworden. Entschuldigt bitte. Und dann können wir hier reingehen mit unserer Spammy-Armee. King Queen mit drin. Weil da gleich die gegnerische Queen ist. Eine Maschine. Ja, das ist natürlich immer 11 auf 12, aber mein Gott, was willst du machen, ne? Ah, ich hätte einen Barbaren mitnehmen sollen, ne? Ich hätte einen Barbaren mitnehmen sollen für das Passspiel. Das vergesse ich auch zu häufig, dass ich nicht die Truppen nehme, die im Pass gefordert sind. Oder sehr, sehr häufig nicht die Truppen nehme, die im Pass gefordert sind. Was sicherlich auch nicht wirklich gut ist. Okay, da kommen jetzt gleich Walküren raus. Meine Bowler da, na, kriegen so ein bisschen Beschuss, aber auch nicht wirklich viel. Ich meine, es ist auch ein Rathaus, was sich auch nicht verteidigt, hat auch keine Bombe oder so. Ist dann alles noch ein bisschen einfacher. Und ihr seht, es geht hier auf jeden Fall durch wie geschnitten Brot. Aber schöner Loot hier für mich. Ich kann es auch brauchen, aber die Lager sind auch mal voll. Habe ich die Tage auch wieder gelesen. Ich glaube, es war im Clash of Clans im deutschen Forum, also im offiziellen deutschen Forum, dass dort auch wieder jemand geschrieben hat, ja, meine Lager sind immer voll. Ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Ich habe jetzt immer Mauern gemacht und trotzdem sind die immer voll. Und würde natürlich gern weiter leveln, ne? Wie immer. Also es fehlt ja immer nur an einem, an Helden dann, ne? Den Leuten fehlen nur die Helden. Und dann könnten sie einfach weiter leveln. Aber so eben nicht. So geht's eben nicht. Und ich kann mir aber nochmal Truppen holen. Ich glaube, jetzt habe ich einen Lalo am Start, Leute. Ja, und hier fehlt mir der Mülleimer. Ne? Hatte ich ja schon gesagt. Genügend Medaillen habe ich. Auch das ist eine Sache, muss ich sagen, mit den Medaillen sich alles zu kaufen. Ihr seht, ich habe 4, 6 hier und weiß gar nicht, wohin damit. Vor lauter Verzweiflung verschwende ich die schon immer hier oben in die drei Sachen, wenn ich die nicht sowieso voll habe. Und ab und zu verkaufe ich auch mal eine Pulle und kaufe mir hier einfach eine neue. Aber auch hier in dem kleinen Clan habe ich hier eigentlich mitgespielt, in dem kleinen Clan Todos Bande, wo wir ja wirklich noch nicht viel haben. Gab es aber, ja, der hat schon gar nicht mitgespielt, gab es 783 Medaillen. Das ist, finde ich, auch schon ganz schön viel. Das gibt es ja Woche für Woche. Und wenn du sie natürlich überhaupt nicht ausgibst, dann bist du natürlich ruckzuck bei 5.000. Und ich habe ja jetzt hier auch relativ viel voll, aber ich kann auch relativ viel machen, weil ich halt in denen hier auch nicht eingeloggt hatte. Der ist einer meiner ärmsten Accounts hier, der zwei Socken mit 4.900 Gems. Und keinem Heldenbuch wahrscheinlich, ne? Keinem Heldenbuch. Ah doch, ich habe ein Heldenbuch. Wo ist denn eigentlich mein Warden hier? Da hinten. Was haben wir für ein Level? 13. 13. Wie lange läuft der auf 13? 4 Tage, 12 Stunden. Ab wann nehmt ihr die Bücher?
ab wann nimmt man hier Bücher? Ich würde ihn gern auf 15 nehmen. Weil dann hat er seine nächste Fähigkeit. Also wir nehmen den ruhig mit dem Buch. Wir kriegen ja Bücher wieder und nehmen mal einmal einen Hammer. Dann müssen wir auch den Hammer auswählen und holen uns einen neuen Hammer hier raus. Genügend Medaillen. Oh, haben wir hier mit zwei Socken auch, sehe ich gerade. Okay. Also dann hat er wenigstens die nächste Fähigkeit jetzt für die Clankriege. Queen kann ich im Moment nicht machen. Das Ding ist allerdings auch nochmal gut befüllt, ja, oder ein bisschen befüllt. Und die teuersten Sachen, Bombentower, Kanone, Tesla, Archer Tower. Ich muss das auch alles nachbauen hier, ne? Die Def, die ja nachkommt, die vergesse ich auch sehr, sehr gerne immer mal nachzubauen. Archer Tower ist auch noch so ein kleiner. Den müssen wir auch erstmal nach. Also wirklich diese Nachbauten, die. Ich will nicht sagen, dass sie mich umbringen, aber sie fordern mich ganz schön. Und die laufen ja alle nicht lange, das kommt ja noch hinzu. Das sind ja alles Sachen, die wirklich nicht lange laufen. Sechsmal den. Was läuft das jetzt? Ein Tag, 5 Stunden. Da ist ja nichts mehr, ne? Das ist Rathaus 11, Leute. Archer Tower jetzt 3 Tage, obwohl, nee, die Kanone, die anderen, die wir jetzt noch angestoßen haben, laufen länger. Aber es läuft ja echt nicht mehr viel, ne? Die Laufzeit ist ja wirklich wenig. 3 Tage, 11, der Archer Tower am längsten im Moment. Aber das ist auch, die 3 Tage sind auch so schnell um hier bei Clash of Clans. Haben wir die Tage auch drüber gesprochen. Im Livestream gerade, wenn man sich immer anguckt hier, was noch im Pass an Restzeit ist, ne? Der Monat geht so schnell weg, weil du guckst hier immer drauf, täglich, hier, wie viele Tage haben wir noch? Okay, noch 14 Tage und dann weißt du, dann ist der Monat wieder vorbei und Weihnachten steht plötzlich vor der Tür. Wir machen noch einen Angriff, Leute. Also, clasht ihr wirklich täglich oder lasst ihr das auch mal sein? Ich meine, klar, wenn ihr natürlich oben in der Legende mitkämpft, wie ich das mit Thorsten mache, dann lasse ich das natürlich nicht sein. Da sollte ich schon meine Angriffe pro Tag machen. Aber so viel mehr kann ich dann auch nicht machen. Klar kann ich natürlich üben dort. Ja, also wenn gar nichts mehr geht, dann könnt ihr natürlich in Freundschaftsangriffen üben. Ja, wenn ihr keinen Loot mehr ausgeben könnt, Leute, levelt eure Helden fertig. Ich kann euch das immer nur sagen. Bitte, bitte, bitte levelt nicht das Rathaus, levelt die Helden weiter. Und lasst die anderen Ressourcen ruhig überlaufen. Dann macht halt Pokale. Macht da Pokaljacht oder sowas. Ja, aber lasst sie ruhig in Ruhe, wenn ihr nichts mehr ausgeben könnt und müsst noch ein paar Heldenlevel machen, macht lieber die Helden. Das wird euch jeder anständige Content Creator mitteilen. Ich würde ja ganz gerne mal einen Elfer machen, ne? Oh, ich kriege hier einen Neuner präsentiert, Leute. Krass. Oder Zehner. Ab wann kriegt man den Elfer? Ist das ligaabhängig? Schrecklich, ey. Da ist ein Elfer, hurra. Ist mir, ja, auf den kann ich üben. Der hat einen Adler, der hat eine laufende, nein, eine Queen hat er nicht. Schade. Naja, ich muss ja, okay, ist er am Queen am machen. Dann kann ich hier irgendwo reingehen Richtung Adler, ne? Entschuldig bitte. 1, 2, 3. Ein paar Mauerbrecherin. Schaffen diese auch? Ja. Ich habe viel zu wenig von den Funnel-Truppen dabei. Aber die sind auch gleich ein weitergekommen, die Mauerbrecher, ne? Die nehmen sich jetzt gleich den King vor hier. Ist auch ein kleiner King 24, der tut mir nicht wirklich weh. Allerdings wäre es natürlich schön, wenn wir den Adler bekommen. Mal sehen, wo die Queen hingeht. Die geht jetzt erstmal da. Okay, oh, der kleine Magier schafft sogar den Bombenturm. Unglaublich. So, wo ist meine Queen denn jetzt? Ach, oh nein, die ist ja ganz außen rumgegangen. Okay, ich wollte es euch ersparen, Leute. Euch zu zeigen, wie eine Queen hier so ganz rumlaufen kann, ne? Ich wollte es euch ersparen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein Hund drin. Ein Warden, der hoffentlich richtig steht. Brauche ich den wirklich hier? 1, 2, 3, 4. Ah, ich kämpfe natürlich jetzt gegen den Feger. Das ist ein bisschen dusselig. Okay, aber trotzdem ist, Leute, es ist ja nach wie vor ein Zehner. Ne? Es ist ja nach wie vor ein Zehner. Dann können wir hier gleich schon mit Cleanup anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann müssen wir jetzt schon vorsichtig sein, was wir hier machen.
Also, dass wir hier noch irgendwie alles, alles irgendwie rauskriegen. Letzten Gift weg. Ja, dann haben wir hier halt die Maschine nicht benutzt. Aber es war ein Elfer, ne? Also, das könnte mir jetzt nicht vorhalten. Es war ein Rathaus 11. Wenn er nicht so toll ausgebaut ist, ist das nicht mein Problem, sondern seins. Ich habe ein paar Pokale gemacht, habe ein bisschen Bonus bekommen. Ist auch nicht schlecht. Und kann es auf jeden Fall so weitergehen. Ich gebe das Dunkle im Moment nicht für die Super Mauerbrecher aus, sondern nehmen wir mal normale Mauerbrecher. Klar, Super Mauerbrecher sind halt super. Super Mauerbrecher sind Super Mauerbrecher. Allerdings mit 25.000 oder okay, ich hätte wahrscheinlich eine Pulle. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen Hämmern, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Hammer. Einmal einen Hammer gemacht, ne? Und schon haben wir plötzlich wieder ein Upgrade, ne? Nicht mit mir. Also, ich gebe euch die Frage mit als Hausaufgabe Richtung Freitag, heute haben wir Donnerstag. Muss man täglich clashen oder nicht? Sollte man täglich clashen? Klar, Legende haben wir eigentlich geklärt, sollte man dann machen, wenn man ein bisschen am Ball bleiben will. Aber so bei dem normalen Farm-Modus hier, klar, lockt man da mal ein in sein Dorf, checkt hier alle Mitarbeiter, alle Bauarbeiter, nicht Mitarbeiter, sind beschäftigt. Und jetzt kann ich natürlich noch einmal hier im Nachtdorf angreifen, kann noch einmal spenden und dann habe ich hier den Tageserfolg auch drin. Geht ja auch recht zügig. Klar kann man hier auch Pass spielen. Es gibt ja auch gute Rewards hier im Umsonst-Pass, die ich hier schon nicht mehr brauche, weil ich schon genug habe. Aber von einigen Sachen kann man halt doch noch ein bisschen was gebrauchen. Gerade wenn ich so eine Ressource-Potion hier habe, die gebe ich dann ganz gerne aus, dass die Pötte hier mal wieder laufen. Aber ich habe es auch nicht wirklich eilig. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Twitch TV Schräger Toto Clash, allerdings heute machen wir womöglich, wenn ich heute online komme, ich kann es noch nicht genau sagen, kein Clash of Clans. Da dürft ihr jetzt nicht traurig sein, aber einmal die Woche gönne ich mir mittlerweile was anderes und das ist vermutlich ein Donnerstag. Bis dahin, danke euch. Ciao, ciao, euer Toto Clash.